So, C64 Analyzer. Dann mal los. Ein Monitorprogramm. C64 Analyzer Demo-Programm. Eins für Scannen, zwei für Single-Step. Eins. Es wird folgendes Basic-Programm ausgeführt. 380.000 Teufel, get A. Wenn A gleich 100, Charakter 134, dann 420. Hier geht's weiter und sonst geht's wieder zu 380. Aha. Wenn du jetzt auf F3 drückst, wird der Scanner eingeschaltet. Du hast dann die Möglichkeit, mit F5 und F7 den Speicher anzusehen. Interessant ist der Bildschirmspeicher. 0400, die Zero Page 0000 und der Stack-Bereich 0100 bis 01FF. Wenn du nochmal auf F3 drückst, dann kommst du wieder ins Programm zurück. Okay, 3. Ah! Ah, guck hier. Da sehen wir, was sich da so alles tut in unserem Speicher. Also wie Esmon, nur früher. Ja, interessant. Und was ist jetzt hier Single Step? Moment, F3. Ups, da war das Programm zu Ende. 2. Als Single Step Demo dient dieses Maschinenprogramm. Zeiger auf 0, Zufallswert. Noch zufälliger abspeichern, Hintergrund Farbe. Zeiger plus 1, fertig. Aha. Den Single Step kannst du mit F1 einschalten, danach musst du mit Pfeil nach oben den Pointer auf das Maschinenprogramm richten. Oder den PC auf das Maschinenprogramm richten. Mhm. Zum Beenden der Demo musst du zuerst Pfeil nach oben, dann F1 drücken. Wenn nicht, dann bleibt der Prozessor im Testprogramm. Okay, so, und jetzt? Pfeil nach oben. Ach, da unten läuft jetzt das Programm, oder was? Ja. Okay. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja grundlegend mit dem Thema beschäftigt, aber nicht ausreichend, um jetzt hier meinen Senf dazu geben zu können. Moment. Irgendwas ist doch hier. Ich drück jetzt mal F1. Ah ne, dann geht es einfach zurück. Das war diese Vorschaltseite. Na gut, okay. Dann war es das schon. Schade. Control-I.